Herzlich willkommen beim Fotocafé. Heute die zweite Sendung des Jahres mit einem total spannenden Programm. Wir werden einen kleinen Rückblick auf die Fotoreise Madeira mit Vorprogramm Lissabon machen. Ich möchte euch ein neues Projekt vorstellen. Es geht nämlich nach Georgien. Im Sommer zum Fotowalk Illumina gibt es heute die Bildbesprechung. Der hat am 4. Februar stattgefunden. Das war der Kurs. Einmal haben wir ihn verschoben, weil Sturmwarnung war. Dann einmal hat es geregnet, waagrecht, richtig, richtig. Und einmal war er zugesperrt. Und beim vierten Anlauf haben wir es dann geschafft. Aber manchmal braucht es halt ein bisschen länger. Und natürlich hat der Oliver auch wieder Photoshop-Challenge für euch vorbereitet. Ich werde einmal geschwind meinen Bildschirm freigeben. Es wird heuer das erste Mal eine Fotoreise Georgien geben. Und zwar, Georgien ist ja super spannend. Das liegt ja im Kaukasus mit hohen Bergen. Und dort werden wir uns auch hauptsächlich aufhalten. Und wir werden eh wieder wie üblicherweise in Kleingruppe unterwegs sein. Und auf das freue ich mich schon ganz besonders. Gut, also wir fliegen nach Tiflis und es gibt jetzt einen Direktflug von der Aua. Wir werden dann Tiflis erkunden. Da gibt es ja halt eine klassische und eine moderne Stadt. Und Tiflis ist die Hauptstadt von Das ist die Georgien. Hauptstadt, ja genau. Wie lang dauert der Flug? Das würde mich noch Also interessieren. 5 Stunden circa. Der geht zwar mitten in der Nacht, aber das ist jetzt, wie gesagt, der Direktflug über von der Aua. Weil früher war es quasi so, dass man mit der Ding geflogen ist, mit der Turkish Airline, hat dann ist auch mitten in der Nacht geflogen worden mit einer Station in Istanbul. Also das ist in dem Fall jetzt viel, viel leichter. Tiflis ist eben eine moderne Stadt mit moderner Architektur, wo man viel fotografieren kann. Und natürlich auch gibt es ältere Sachen, historische Sachen, und da will ich auch ein bisschen so Dinge, die quasi nur aus der kommunistischen Zeit übrig sind. Da ist eine schöne Skulptur. Ganz, ganz berühmt sind die Kirchen und natürlich auch die Berge. Das liegt ja sehr, sehr hoch, und interessant ist ja auch Swanetien. Das war ja viele Jahre nicht erreichbar, und da gibt es eben diese Wehrtürme, und das wird besonders interessant werden. Ich bin schon sehr, sehr neugierig, weil das ist eine sehr abenteuerliche Piste. Wir fahren mit Geländeautos. Da gibt es zum Beispiel einen Pass mit 2740 Meter Höhe. Also, das wird schon sicher sehr, sehr interessant. Dann gibt es einen Ort, der heißt Ushguli. Und da ist das höchste dauerhaft besiedelte Dorf von Europa auf 2400 Meter. Ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Wir fahren quasi durch den großen Kaukasus nach Lenteschi, und dort haben wir natürlich ein tolles Bergpanorama. Wir sind entlang der alten Seidenstraße unterwegs, und wer mich kennt, also es wird sicher wieder ganz, ganz tolle Fotomotive geben in alle Ausprägungen. Der August ist auch ziemlich eine gute Reisezeit, weil es ja relativ früh dann wieder Winter wird, und durch die Höhe natürlich ist im Sommer da auch wirklich eine gute Zeit. Viele Dörfer mit diesen Wehrtürmen. Also das prägt eigentlich so das Bild von Georgien. Karl, mich würde jetzt nur interessieren, falls du das weißt, wie viele Einwohner hat Georgien? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Okay. Also ich habe mich jetzt erst begonnen, damit ein bisschen zu beschäftigen, aber es ist sehr dünn besiedelt. Und da sieht man im Hintergrund die Weingärten. In Georgien wird auch Wein produziert. Und das habe ich auch bei uns schon, also gibt es bei uns auch. Und ist es vor allem ein sehr sicheres Land, also es gibt da kein Problem mit irgendwelche Dinge, also politisch stabil, ja, werden wir sehen. Aber es wird nochmal mit der Christine Emberger, die jetzt in Georgien war, einmal ein Zoom-Meeting irgendwann im März geben. Aber die Christine ist gerade in Saudi-Arabien unterwegs. Also wenn die wieder da ist, dann werden wir uns da noch mehr anschauen und können sich auch gerne dann noch informieren. Lass kurz den Kurt noch sagen zum Thema, der hat gerade gegoogelt. 3,8 Millionen Einwohner habe ich gefunden und 70.000 Quadratkilometer. Genau. Also so groß wie Österreich und Die halberten Einwohner. genau. ja, die halben Einwohner, also dünn besiedelt, ja. Ja, genau. Also der Peter, wir haben wieder wie üblich eine kleine Gruppengröße von glaube ich, 8. Also wir fahren immer mit kleiner Gruppe und 8 Personen. Ja, und haben natürlich eine tolle Agentur vor Ort und einen Fahrer. Also was halt so üblich ist bei diesen Dingen, weil in diesen Ländern hast du natürlich jemanden mit, Ja. der einen deutsch sprechenden Guide, weil sonst hast du nicht ein Problem mit der ganzen Verständigung und so weiter. Die Unterkünfte eher
Eher einfach, ne? Du, Peter, wir versuchen, bestmögliche Unterkünfte zu kriegen, was halt in diesen Ländern zu kriegen ist. Es ist nicht so leicht in Georgien. Na, also das wird sicher eher ein bisschen eine rustikale Partie werden. Karl, weil du den Großglockner erwähnt hast, in Georgien ist ja der höchste Berg von Europa. Genau. Der Elbrus über 5000 Meter Genau, hoch. das weißt du natürlich, Oliver. Und das ist ja eine hochspannende Region. Und in der Kaukasus ist sehr, sehr beeindruckend. Und Großwarnetien ist auch, sage ich nicht so, also gibt es einfach auch weniger Tourismus. Es gibt jetzt natürlich einen Tourismus. Und das hat mich auch bewegt, das einmal zu probieren. Wir wissen natürlich nicht, ob jetzt genügend Fotografen sie finden, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich. Geht es in Richtung Wandern oder in Richtung Besichtigen? Na, Richtung besichtigen. Also wir werden natürlich dort ein bisschen wandern, aber es ist keine Wanderreise. Aha, okay. Was denn das Motto der Fotografen ist, wandern tun die anderen. Wir haben jetzt vor einiger Zeit schon mit vielen Leuten diskutiert. Es gibt anscheinend immer wieder ein Problem mit der Ausgabe von Adobe Lightroom. Ich möchte jetzt ein paar Sachen zeigen, wie man sozusagen die Auflösung festlegt und was für Möglichkeiten es bei der Ausgabe gibt. Denn das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das war jetzt in Madeira. Und ich habe das einfach von einem im Fotomuseum abfotografiert, von einem Leuchtkasten. Und in dem Fall dreht man einfach also um jetzt negativ in positiv zu verwandeln, dreht man einfach die Dinge um, die Gradationskurve. So schaut die normal aus. Man dreht dann einfach die Gradationskurve um und hat dann quasi ein Positiv. Und was das Interessante ist, die ganzen Regler gehen dann verkehrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Was jetzt heller sehe, wird, ist dunkler. ja genau, aber so kann man, also wenn jemand einmal negative 1 kennt oder so, in dem Fall die Schwarz-Weiß-Bilder abfotografiert, geht es so in der Art und Weise natürlich sehr, sehr gut. Also exportieren kann ich, das geht jetzt am besten über das Exportmenü. In der Bibliothek zum Beispiel kann ich einfach hier auf Exportieren klicken. Und jetzt komme ich hier in das Exportmenü. Natürlich hier ist immer ausgewählt Festplatte, das ist eh klar, weil es ist ja interessant, dass CD und DVD noch drinnen ist, weil das ist ja sogar eher mal anachronistisch, weil das braucht man ja überhaupt nicht mehr. E-Mail wäre einfach ein Preset mit einer kleineren Auflösung, aber prinzipiell sollte da immer Festplatte eingestellt sein und so startet man einmal. Es gibt hier noch ein paar Lightroom-Presets, aber die klappe ich einmal zu, die sind für uns nicht interessant. Und das Erste, was man jetzt mal macht, man überlegt sich einmal, wo wird man das Ganze speichern. Und zwar, ich kann es zum Beispiel in einem speziellen Ordner wählen, gleicher Ordner wie Originalfoto oder Ordner später wählen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im gleichen Ordner wie Original wähle, könnte ich hier zum Beispiel sagen, bearbeitet. Und dann würde man es im Ordner bearbeitet anlegen. Ich habe es so gemacht, ich habe bei mir in der, ich exportiere es immer in meinem Google Drive, dann habe ich es gleich auf verschiedenen Rechnern und würde hier dann einfach zum Beispiel angeben, ein spezieller Ordner. Und ihr seht ja, hier sind die ganzen Ordner, die ich da jetzt halt verwendet habe, sind da alle im Verlauf drinnen. Jetzt gehe ich da einfach rein, ich habe da heute diese Madeira-Bilder exportiert, das war der Tag 7. Jetzt würde man es einfach hier, Q ist mein Google Drive, Drive Gesamt und so weiter ablegen. Und dann kann ich da nur einen Unterordner angeben. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Fotobuch macht oder eine Diashow, dann überlegt euch einfach einen Platz, wo ihr das abspeichert und dort könnt ihr es dann hineinspeichern. Dann kann ich es dem Katalog hinzufügen. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Und bei bestehenden Dateien kann ich nach weiterer Vorgehensweise fragen. Dann fragt er, willst du es überschreiben oder nicht? Einen neuen Namen finde ich nicht so gut, denn dann hast du unter Umständen mehrere Variationen drinnen und das kann oft zu großen Problemen führen und ohne Warnmeldung überschreiben ist auch sehr gefährlich. Also nach weiterer Vorgehensweise fragen. Wenn ich es umbenennen möchte, könnte ich das hier machen. Das mache ich in dem Fall nicht und Videos kann ich jetzt einmal ausblenden. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, man hat hier mal die Bildformate. Und zwar JPEG,
Neu gibt es JPEG XL, da hast du schon einfach eine andere Qualität sein, aber ich gehe jetzt einmal hier auf JPEG. Wenn ich dann die beste Qualität haben möchte, stelle ich 76 ein. Also es gibt von Adobe einen vorgeschlagenen Wert, das wären 76. Da habe ich eine sehr gute Komprimierung bei bester Bildqualität. Der Farbraum ist normalerweise immer sRGB, weil es der Farbraum ist, der im Internet lesbar ist von allen Ausgabegeräten, Druckern und so weiter. Also da muss schon einen triftigen Grund geben, warum der zum Beispiel nicht in sRGB ausgegeben wird. Ganz wichtig, hier über die lange Kante kann ich angeben, wie viele Pixel mein Bild haben soll. Ich könnte sagen Breite und Höhe oder ich sage die Abmessungen, kann ich hier Pixel eingeben, lange Kante, kurze Kante, ich kann auch die Anzahl der Megapixel eingeben, aber gescheiter ist die lange Kante und 2000 wäre zum Beispiel für Facebook so richtig, wenn ich das Häkchen hier bei Bildschirm anpassen wegnehme, dann habe ich die volle Auflösung. Also quasi mit der Auflösung, mit der das Bild auch aufgenommen wurde. Wenn ihr die Fotos nicht geschärft habt, könnt ihr hier Schärfen für Bildschirm eingeben. Dann habe ich so eine minimale Schärfe drauf in der Einstellung Standard und dann kann ich das richtig cool machen. Und bei den Metadaten kann ich festlegen, möchte ich nur Copyright und Kontaktinformation. Oder alle Metadaten. Bei allen Metadaten habe ich sämtliche Dinge drinnen wie Verschlusszeit, Blende und so weiter. Aber ich mache da normalerweise Copyright und Kontaktinformationen. Wasserzeichen könnte ich hier auch einzeln eingeben und nach dem Export könnte ich sagen, ich möchte das Ganze im Explorer angezeigt bekommen. Wenn ich das auf Exportieren drücke, dann sozusagen wird das Foto unter dem neuen Namen gespeichert und ich habe dann meine Ausgabe beendet. Kannst du noch ein Exportfenster aufmachen? Selbstverständlich. Warte mal, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei. Genau, der Block da in der linken unteren Ecke kenne ich noch nicht. Das da. Ja. Du, ich hab so ein Tool drinnen, da kann ich zum Beispiel die Metadaten ins Bild reinschreiben. Also ich kann dann so Fotos machen, wo ich dann einfach mit den Metadaten drunter reinschreibe. Das habe ich für meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, dann exportiere ich immer ein Foto, wo die Metadaten drinnen sind. Ah, ich kann ein Plugin Das ist oder einfach ein Plugin, ja. Schau, ich kann dir das zeigen. Ich habe nämlich da ein paar Presets gemacht und zwar Canon 400 Pixel kurze Kante, das ist für die Canon Homepage. Dann Header, da habe ich 2400 Pixel. Dann High Resolution ist bei mir immer die volle Auflösung. Layout Metadaten. Und da müsste jetzt dieses, genau da ist es drinnen. Ich werde das einmal exportieren und zeigen, was da jetzt dann passiert. Also hat er gleich 15 gemacht, aber das hat er eh gleich. Weil ich habe nämlich dann fix die Metadaten da drinnen, also aber auch am Bild reingestanzt, damit man das nachvollziehen kann. Weil sonst ist es immer irrsinnig schwierig und es gibt keine gescheite Methode, wie man die Metadaten ins Bild kriegt. Also ich habe mich da wirklich schon sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Aber da ist Und der generiert halt ein Wasserzeichen mit mehr Informationen. genau, also er macht einfach das, was du. Das, was du möchtest, zeigt er dir da. Ja. Der ist jetzt gleich fertig. Eine Sekunde noch. Ist immer wichtig, Einfach kriegen wahrscheinlich. genau, also ist immer wichtig zu wissen, wo man jetzt sozusagen hin exportiert hat. Das kann einmal manchmal ein bisschen mühsam sein, wenn man da nicht genau auf. Setze das um. Ja. Also ich kann das auch ziemlich gut layoutieren. Hab das dann sozusagen im Bild drin. Ich kann sagen, ob es unten sein soll, ob es oben sein soll. Also das ist einfach ein tolles Tool, ein Plugin, wie es noch viele andere gibt. Das ich sehr, sehr gerne verwende. Was vielleicht die wenigsten wissen, ich könnte mir hier auch einen Veröffentlichungsdienst einrichten. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte eine Diashow machen, dann würde ich mir hier reinschreiben, Diashow Madeira. Jetzt glaube ich klassischerweise. Dann suchen wir uns hier einen Ordner, wo wir das ausgeben werden. Ich werde jetzt nur auf meiner, ich habe eine temporäre Festplatte auf D. Und da machen wir jetzt einfach Test Fotokaffee. So. Jetzt gebe ich hier ganz normal ein, was ich haben möchte. Sagen wir jetzt für die Diashow wollen wir gern die lange Kante in der vollen Auflösung. Wir wissen ja nie, was da passiert. Okay,
Unterordner brauche ich in dem Fall keinen. Schärfen tue ich hier für Bildschirm. Das passt mit Standard. Dann gehe ich hier auf Speichern. Und jetzt passiert folgendermaßen. Jetzt kann ich dann einfach ein Bild da reinziehen. Ich nehme jetzt einfach ein beliebiges Bild und ziehe es da rein. Und dann wird das hier quasi, schaut mal hier unten diese Sammlung, und dann wird das automatisch sofort exportiert. Ich gehe hier veröffentlichen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Task habe, der sehr umfangreich ist, dann kann ich mir einfach, indem ich das Foto da reinziehe, wird es jederzeit dann gespeichert und kann das dann, also das finde ich ist eine super praktische Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein großes Projekt habt und ihr wollt nicht permanent dieses Exportieren-Tool aufrufen, dann geht das natürlich super. Das heißt, da Hast du wird die. Bibliotheksmodus, Karl? Ja, jetzt bin ich in der Bibliothek. Und zwar, Okay. da wird einfach, da wird quasi festgelegt, was passieren soll. Und dann sieht man, das ist im Prinzip eine Sammlung, wenn ihr da schaut, dann sieht man es rein. Wenn ich das erneut veröffentliche, dann wird es sozusagen überschrieben, wenn ich jetzt irgendeinen Grund hätte, weil ich es bearbeitet habe. Und ganz kurz die. Diese Veröffentlichung, ist das jetzt nur ein Verweis oder wird es da wirklich sozusagen zweimal gespeichert? Nein, Einmal Peter, am das ist nur richtigen Ort? Verweis. Nein, das ist nur Bitte? Verweis. Ist nur Verweis. Ja, weil was ist, sonst wäre das ja Das ein ist wie eine Horror. Sammlung. Das ist wie eine Sammlung, die ja nur eine Funktion hat. Okay. Und was ich extrem praktisch finde, wenn ich jetzt zum Beispiel da drinnen bin und ich habe jetzt einmal irgendwas definiert, dann kann ich einfach sagen, wie vorher exportieren. Und er macht immer das, was er zum Schluss gemacht hat. Gell? Das heißt, dann brauche ich nicht permanent, wenn ich jetzt 5 Bilder bearbeitet habe, und dann habe ich noch 7, dann kann ich quasi jederzeit wie vorher exportieren sagen und habe das Ganze über einen quasi Schnellzugriff. Was sehr praktisch ist, ich habe mir da so Presets gemacht. Und so, wenn ich da jetzt irgendwas eingestellt habe, kann ich einfach hier sagen, hinzufügen. Ich nenne das einmal Fotocafé. So, erstellen. Genau, jetzt kann ich das aufrufen und alles, was ich da vorher eingestellt habe, habe ich sozusagen hier abgespeichert. Ich muss nur schauen, dass hier das Ding passt. Dass hier oben dass der Pfad, also immer hier beobachten, dieser Ding muss hier stimmen, der Ordner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, dann habe ich einmal High Res. Das ist die volle Auflösung. Dann habe ich Layout-Metadaten. Das ist quasi diese Geschichte mit dem Text drinnen. Und dann habe ich Web nur mit den Copyrights. Also Web sind bei mir 2000 Pixel. Und jetzt schaut es mal, wenn man hier auf Patch-Export geht, dann sagt er, bitte, wo möchtest du das Ganze speichern? Jetzt gehen wir da wieder unseren Temp-Ordner daher. Und jetzt würde er in einem Aufwaschen drei Auflösungen generieren. Das heißt, immer dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt vielleicht zwei Auflösungen braucht, einmal volle Auflösung und einmal fürs Internet, das verwende ich permanent. Ich zeige euch gleich, was dann rauskommt. Das ist nämlich das Geniale. Ich habe dann quasi drei Ordner und in jedem Ordner ist das entsprechend Richtige drinnen. Weil wenn ich meine Artikel schreibe, dann will ich im Word natürlich nicht, weiß nicht, 8000 Pixelbilder drinnen haben, weil dann das zerschießt jegliches Layout. Ich ziehe euch jetzt das einmal rüber. Schaut einmal, da wird es High Res, da wird die volle Auflösung. Da seht ihr, das sind jetzt 5 Megabyte. Dann gehe ich hier in das Layout. Das sollten die Fotos, genau, da schaut, das sind die Dinge drinnen, die, wenn ich da jetzt auf der Seite schaue, das hat 2000 Pixel. Das habe ich jetzt ein bisschen größer gemacht, damit das auch gut ausschaut. Aber dann weiß der Verlag, aha, das sind sozusagen diese Metadaten, die werden von uns auch noch runtergeschrieben. Aber ansonsten muss man jetzt mal mit der rechten Maustaste ins Bild gehen. Es gibt leider keine automatisierte Möglichkeit, das zum Beispiel unter Bilder zu schreiben. Das letzte dann sozusagen ist im Prinzip genau dasselbe, nur halt jetzt ohne diese Metadaten. Das ist sozusagen hier die Geschichte, wie das wirklich super funktioniert.
Und das Ganze heißt hier eben Patch-Export. Also weil ich kann entweder so anwählen, dann ist nur die Aktion ausgewählt. Wenn ich aber so anwähle, dann bin ich sozusagen im Patch-Export. Weil jetzt sehe, hier wird jetzt alles ausgegraut. Dann geht man hier auf Patch-Export läuft und dann sagt er High-Res im Unter, weil ich generiere natürlich entsprechende Unterordner, damit ich mich auskenne. Und dann einfach auf, muss ich dort immer die oberste Ebene wählen, das ist in dem Fall jetzt Fotocafé, funktioniert schon. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt draufkomme, ich möchte gerne diese Bilder exportieren, dann gehe ich auf Exportieren wie vorher und er schießt alle drei Auflösungen raus. Also das Exportieren wie vorher ist so toll, das erleichtert das Leben ungemein. Und das war jetzt auch die Frage, jetzt vor kurzem, wie man die Auflösung eben reduzieren kann. Das geht eben einfach, indem man es bei der Ausgabe einstellt, den entsprechenden Wert, und dann ist das Ganze schon super, super gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, hierarchische Struktur zu exportieren? Also wenn ich wirklich eine Sammlung habe mit Untersammlungen, dass ich eigentlich auf die oberste Ebene klicke und exportiert alle Bilder und legt dann die Ordnerstruktur Leider nein, entsprechender. Wolfgang, leider nein. Ja, haben wir gedacht. Nein, das geht leider nicht. Also das Ja. ist schade, aber das geht nicht. Also das musst du dann Stück für Stück machen. Ja. Also du könntest, nein, das geht leider nicht. Also es gibt ein paar so Funktionen im Lightroom, die man noch wünschen würde, aber das ist zum Beispiel definitiv was halt leider nicht geht. Und wenn ihr jetzt eine Teilmenge als Katalog exportieren möchtet, so, okay, möchtest diese Fotos als Katalog exportieren? Einfach gedrückte Alt-Taste und dann nur einen Ordner angeben. Dann wird quasi das Ganze mit den Lightroom-Einstellungen und mit den Bildern exportiert. Und ich könnte das zum Beispiel dem Wolfgang geben und der kann dann mit meinen Einstellungen weiterarbeiten. Sag Oliver. Wenn du jetzt viele Bilder hast, wie tust du die exportieren im Photoshop? Die Funktion Photoshop heißt Stapelverarbeitung. Okay, das heißt, du machst da vorher Aktion und dann machst du das mit Stapelverarbeitung. Ja, also ich bin jetzt selber ganz interessiert an diesem Lightroom-Export, weil so klar und so simpel ist in Photoshop nicht der Export. Musst du kein Ding anlegen? Weißt du, weil selbst wenn du deine fertigen Photoshop-Bilder in einen Ordner abspeicherst und dann in Lightroom importierst, allein der Export wird dir schon Zeit sparen, glaube ich. Ja, na, also was ich jetzt da gesehen habe, sage ich, das ist wirklich toll da, diese Exportfunktion im neuen Lightroom, ja. Na, und weil es eben auch so viele Möglichkeiten gibt, ist das Schöne. Mit gedrückter Alt-Taste einfach Kataloge exportieren und dann komme ich da rein und kann das Ganze schon entsprechend. Dann kann ich sagen, nur ausgewählte Fotos exportieren, Negativdateien. Das heißt, dann hätte ich alles zur Verfügung und ich kann einfach weiterarbeiten. Also wenn der Oliver und ich ein gemeinsames Projekt machen und wir stellen uns gegenseitig die Bilder zur Verfügung, hätte das inklusive dem Katalog schon fix und fertig drinnen. Vielleicht nur zur Information. Bei den Fotowochenenden, die füllen sich schon langsam. In Friaul gibt es noch drei Plätze. Der zweite Waldvierteltermin ist auch schon gut gebucht. Und Slowenien gibt es auch schon, glaube ich, vier Anmeldungen. Das heißt, es wird alles was zu eurer Information. Wir haben jetzt im März einige fortgeschrittenen Kurse, weil da waren auch viele Nachfragen. Einfach auf der Homepage schon mal nachschauen. Die natürlichen Porträts sind ganz, ganz ein toller Kurs. Der Walter ist auch sehr viel unterwegs. Zwentendorf ist ein Platz frei geworden. Da hat es eine Abmeldung gegeben. Urania und Kuhschelle, das sind auch die Sachen, die es dann noch gibt. Es gibt dann mit Markus Morawetz ein paar interessante Kurse. Das sind lauter fortgeschrittenen Kurse. Einmal Street Photography am Brunnenmarkt und einmal Porträtfotografie am Theseus-Tempel. Man sieht auch schon ganz gut, also die nahen Termine sind alle schon gut angebucht, also die werden zur Gänze stattfinden. Und die Ötschergräben machen wir in Kombination mit der Mariazellerbahn. Da kann man dann auch von St. Pölten aus wahrscheinlich kostenfrei
anreisen. Und wir haben die Zeiten so angepasst, dass das passt. Und es gibt im April dann nochmal so eine Wien-Woche. Da gibt es bei der Blauen Stunde, in der Kapuzinergruft, beim Walter, bei den Ziesel und bei der Burg Wiener Neustadt gibt es noch ein paar Plätze. Jetzt ein Rückblick auf die Fotoreise, die jetzt am Samstag geendet hat. Wir haben uns zum Vorprogramm in Lissabon getroffen und ich bin schon am Dienstag angereist und war am Dienstag dann unterwegs. Das war ein sehr, sehr schöner Abend mit einer tollen blauen Stunde. Das ist gleich in der Nähe vom Hotel, da gibt es einen super Aussichtspunkt. Man sieht hier vis-à-vis die Burg. Das war eigentlich einmal so ganz, ganz eine tolle Sache. Dann hat es einen Streik von der Lufthansa gegeben, das war so das erste Problem, wobei unsere Grazer Fotografen dann ganz spät nachgekommen sind. Und am Donnerstag haben wir einen super Ausflug nach Sintra geplant. Es war aber leider sehr, sehr schlechtes Wetter. Convento dos Capuchos, das Kapuzinerkloster in Sintra, man sieht es hier schon, alle waren voll anzogen mit Regengewand. Der Vorteil vom Regen ist, es beginnt einfach alles zu leuchten. Das sind keine Touristen. So haben wir uns da sozusagen dieses alte Kloster angesehen. Da gab es, glaube ich, 12 Mönche, die da sehr, sehr archaisch gelebt haben. Ist wirklich sehr, sehr schön. Dann die Kinder der Regaleira, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Das ist dieser berühmte Brunnen der Wiedergeburt. Es gibt auch ein Foto, da sieht man den Regen ganz gut. Also das war wirklich, trotz Regengewand haben wir dann irgendwann am Nachmittag einmal ein bisschen WO gegeben. Und wir haben so ein kleines Weingut besucht, haben auch im Weinkeller fotografieren dürfen. Das war sehr, sehr schön. Am nächsten Tag, am Freitag, ist es dann Gott sei Dank besser geworden und Lissabon ohne Straßenbahn. Das geht ja gar nicht. Das haben wir natürlich gehabt. Wir haben dann einfach sitzt ja links der Regenbogen, der ständige Begleiter. Das ist in der Alfama, also in der Altstadt, Blick hinunter auf die Teeschau. Und dann haben wir Karl, am wie Nacht. war denn da die Temperatur, wenn die Sonne gescheint hat? Ja, so um die 20 Grad. Das war sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Straßenmusiker, also Lissabon hat sehr, sehr viel zu bieten. Es ist einfach für Fotografen ein wahres Eldorado. Es hat aber dann am Abend wieder ziemlich stark geregnet und dann haben wir gesagt, okay, das macht keinen Sinn mehr. Aber es war ja das Wetter super angesagt für Madeira. Wir sind dann am Samstag gemeinsam die ganze Gruppe nach Funchal geflogen und der erste Höhepunkt war der Karnevalsumzug. Der Karneval na Madeira ist beeinflusst von den Samba-Gruppen in Brasilien, weil Portugal immer sehr einen engen Kontakt zu Brasilien hat. Und wir haben diesmal einen super Platz gehabt, ganz, ganz vorne mit gutem Licht, hatten dann auch die Möglichkeit, tolle Bilder zu machen. Am Boden sieht man den Gernot Grasl, ein Freund von mir und einer der Teilnehmer, der gefilmt hat. Also wir waren da ganz in der Nähe vom portugiesischen Fernsehen bei einem tollen Licht. Ja, und haben das sehr, sehr genossen. Es ist eine Lautstärke, dass man fast die Ohren ausreißt. Also Europacks wären gar nicht so schlecht. Und natürlich eine ganz, ganz tolle Stimmung. Die Agierenden waren ja circa 3 Meter entfernt. Also das ist mit 70-200 gemacht. Also man kann da mit 100 mm wirklich formatfüllende Porträts machen. Die Fotos sind alle mit der Canon EOS R6 gemacht, also R6 Mark II, zwischen 800 und 2500 ISO. Und man sieht, das ist ja absolut rauschfrei. Heuer haben es, also die Gruppen ändern sich immer so ein bisschen. Heuer gab es ein paar neue Gruppen. Und dieses chinesische Motiv war ganz, ganz toll. Einfach diese Farbenpracht, die Lebensfreude, das ist schon das, was einfach diesen Karnevalsumzug ausmacht. Es war auch ein Kreuzfahrtschiff im Hafen. Es sind sehr, sehr viele Besucher. Also man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass man da alleine ist, aber wenn man jetzt irgendwo auf der Tribüne einen Sitzplatz hat oder so wie wir, dass man vorne stehen kann, hat man wirklich eine gute Möglichkeit, um zu fotografieren. Ich habe da immer wieder natürlich auch Serienbild gemacht mit mehreren Fotos, also gerade wenn sie die bewegt haben und haben dann letztendlich das beste Bild natürlich rausgesucht. Und das war schon wirklich ein richtig großes Vergnügen. Aber im Laufe der Zeit kennt man auch die Leute, also das ist eine von den berühmteren Darstellerinnen und die besten Tänzerpaare sind immer die vorne dann sind und der Rest ist halt hinten, aber es ist sehr, sehr divers, es sind verschiedenste Gruppen dabei und ganz Madeira ist auf den Füßen. Diese Kostüme werden alle selber gemacht, es ist vereinsartig organisiert. Also wer da mal die Möglichkeit hat, dabei zu sein, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Auch dieser Drache, man sieht, also da werden weder Kosten noch Mühen gescheut,
um das möglichst toll zu machen. Klassischerweise fahren wir wir sind dann irgendwie Mitternacht nach Hause gekommen. Am Sonntag in der Früh geht es dann immer auf den Wochenmarkt nach Santo da Serra. Und hier sieht man gleich einmal die Philodendronfrucht. Dort gibt es immer so einen kleinen Rundgang. Die Leute sind super nett. Poncho ist sozusagen das Nationalgericht. Nachdem das Wetter so schön war, sind wir auf einen Aussichtspunkt gefahren und so auf den Miradouro do Chão do Basto. Ich möchte euch ganz kurz hier zeigen, was man sehen kann. Links ist der Pico Areiro, das ist die Radarstation. Auf der haben wir auch einmal einen Sonnenaufgang fotografiert. Dann in der Mitte sieht man den Pico Rui, wo das der höchste Punkt von Madeira. Ganz rechts ist die Achada da Xeira. Wir sind diesmal gewandert von der Achada da Xeira auf den Pico Ruivo. Das sind 3 Kilometer mit circa 250 Höhenmeter, aber dazu ein bisschen später. Es war einfach so schön, weil oben ist der Nebel drinnen. Also ganz, ganz tolle Stimmung und das Wetter war heuer besonders schön. Also wir haben, war sehr warm, es war angenehm. Wir haben über 20 Grad gehabt, also 23 Grad, kurzarm, also richtig, richtig toll. Wir sind runtergefahren nach Ribeiro Frio zur Treppenlevada. Das ist auch ein toller Fotopunkt. Fließendes Wasser und so weiter. Also kann man hier bestens fotografieren. Und dann hat uns der letzte oder der vorletzte Punkt dieses Tages hat uns auf die Ponta de São Lourenço geführt. Das ist das Ostkap, also ganz im Osten, wo diese kleine, das kleine Symbol ist. Wir haben dort noch eine Wanderung gemacht von circa 1,5 Stunden. Man hat einfach großartige Gegenlichtstimmungen. Man sieht hier die Brigitte, die fotografiert in die Felswand rein. Also ganz, ganz toll. Und der Abschluss dann des Abends war der Pico Fascio, der Fackelberg. Also blaue Stunde, beginnende Nacht. Und das, was da links ganz hell ist, ist der Flughafen. Also Oliver, man steht auf einem super Aussichtspunkt und hat einfach einen tollen Blick in die Südküste. Und interessant ist auch, wie viel Licht eigentlich reflektiert wird in den Wolken. Sagst du noch mal bitte mit der Maus, wo der Flughafen ist? Der Flughafen ist da eher auf der linken Seite. Also wenn man da reinschaut, diese ganz helle Stelle ist der Flughafen. Also direkt am Meer. Direkt am Meer, ja, das ist ein ganz abenteuerlicher Anflug. Und damals haben wir aber ganz super reingelandet, also mit perfektem Wetter. Also das war wirklich eine richtig tolle Sache. Ja, am nächsten Tag dann sind wir zum Adlerfelsen aufgebrochen nach Santana. Wie man sieht, die Wolkenbasis ist sehr, sehr hoch, war ein bisschen diesig. Hier so ein Philodendron, diese Blume, die bei uns ganz, ganz klein wird. Und diese Frucht kann man auch essen. Da gibt es diese berühmten Strohhäuschen bei einem kleinen Restaurant. Das ist quasi ein Freilichtmuseum, was heute wohnt niemand mehr so, aber es ist natürlich auch schön, das zu sehen. Heuer haben wir die Rhododendronblüte in der Hochzeit erwischt. Also wir waren genau am Punkt dort in Queimadas beim Forsthaus. Und es ist unglaublich, diese Bäume, eine große Vielzahl an Blütenblättern, also ganz, ganz toll. Das hat uns natürlich dann auch eine Zeit lang beschäftigt. Wir haben uns eigentlich sehr, sehr oft ein Picknick mitgenommen und sind dann aufgebrochen zum Pico Ruivo, der mit 1862 Meter der höchste Berg von Madeira ist. Das ist jetzt die Radarstation. Also da haben wir raufgeschaut und da werden wir auch Sonnenaufgang fotografieren. Und wir wandern jetzt aber dann rauf zum Pico Ruivo. Das ist ein sehr, sehr schöner Wanderweg darauf. Der ist auch wirklich viel begangen. Also da gibt es, also hunderte von Menschen ist jetzt nicht übertrieben. Das ist einer der meistbesuchtesten Orte von Madeira, weil es ihm so leicht ist. Man braucht dann ungefähr, reine geht es jetzt vielleicht 2 Stunden, wenn man gemütlich geht. Es geht hier dann den Weg entlang. Dann kommt man oben zur Hütte. Man hat immer wunderbare Tiefblicke und es ändert sich permanent das Wetter. Das heißt, es ist Nebel, die Nebel ziehen durch. Es ist bewölkt, es wird frei. Und wir sind vor allem über den Wolken. Also unten ist es nebelig in Santana. Also das heißt, da sieht man nichts. Und oben hat man einfach freie Sicht. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Da mal kurz der Weg. Diese Bäume, die abgestorbenen, sind da auch ganz, ganz typisch und das Highlights bei der Geschichte. Jetzt sieht man hier noch einmal ganz gut den Weg. Und zwar, wir kommen hier so rauf und gehen dann hier zur Hütte. Und dann geht es hier hinten herum weiter.
Und am Gipfel oben dann diese tolle Wolkenstimmung. Also man ist jetzt auf 1862 Meter und dann 360 Grad Panoramablick, sieht die ganzen hohen Berge. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und vor allem, ich war jetzt mit 17 Fotogruppen in Madeira und das war die erste Gruppe, mit der wir den Pico Ruivo gewagt haben und alle sind gut rauf und gut runtergekommen. Also alle waren sehr, sehr fit. Das war wirklich eine tolle Sache und hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Siehst du mal Sensorfleck tatsächlich. Am nächsten Tag natürlich die Kirche in Monte, das ist also der Klassiker. Die Korbschlittenfahrer haben ja ein bisschen eine andere Geschichte, was jetzt längere Verschlusszeit, aber nicht mitgezogen, sondern die Korbschlittenfahrer unscharf. Dann sind wir noch Camara de Lobos gefahren in so ein Fischerdorf im Süden der Insel. Das Camara steht hier nicht für Kamera, sondern das ist die Kammer. Und Lobos sind die Mönchsrobben. Hier gab es früher mal Mönchsrobben. Ein Fixpunkt ist der Bananenhain in Maddalena do Mar. Da gibt es einen Bananenwanderweg, einen Lehrpfad könnte man sagen. Da hat man natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Strukturen zu fotografieren. Man kann die Bananenblätter fotografieren, also man kann sich da wirklich austoben. Wir hatten an diesem Tag sehr, sehr hohe Wellen, das heißt, wir waren auch am Strand und haben hier auch fotografiert. Dann sind wir da, wir haben hier dann auch Abend gegessen, das war so schon relativ früh und sind dann nach Ponta do Sol gefahren. Das ist meiner Meinung nach eigentlich einer der schönsten blaue Stundeplätze in Madeira. Man hat nämlich einfach dieses schöne Städtchen Ponta do Sol. Man kann also rausgehen auf so einer, auf einem Steg ins Meer. Jetzt haben aber dann die Wellen sozusagen hochgeschwappt und zwei unserer Teilnehmer sind auch ein bisschen nass geworden. Und diese Lichtspur sieht man nur, weil ich von den Wellen davongelaufen bin. Das heißt, es sind 30 Sekunden Belichtungszeit. Die letzten 5 Sekunden bin ich weggelaufen, damit ich nicht nass werde. Ich war nur ein Aber ein bisschen. cooles Foto, das ist Ja, ist jetzt ein aber cool. echt überlegt, Ja. wie das geht. Ja, nein, ist einfach durch das, dass ich mich dann bewegt habe, die letzten paar Sekunden, immer diese Stylisch. Lichtspuren drauf, gell? Man hat hier natürlich genau den richtigen Moment der blauen Stunde, also das war auch richtig, richtig toll. Man sieht auch an den ziehenden Wolken die lange Belichtungszeit. Am nächsten Tag sind wir dann in der Früh nach Seychelles an die Nordküste gefahren. Der Norden ist sehr, sehr, sehr oft nebelverhangen, es ist oft sehr diesig, aber an dem Tag hat es wirklich gut gepasst. Und wir sind dann so eine kleine Wanderung entlang einer Levada gemacht. So dieser typische, die typischen Bewässerungskanäle. Und sind dann raufgefahren zum Kratersee in Fanal, also im Zauberwald, wo diese Lorbeerwälder sind. Nach einem kurzen Picknick sind wir dann raufmarschiert auf die Hochfläche. Das ist auch einer der meistbesuchten Orte von Madeira. Also hier gibt es ganz, ganz viele Touristen. Aber es war eine wunderschöne Stimmung. Immer wieder Wolken reingezogen. Wir haben da schon strömenden Regen gehabt, also wirklich alle Wetterlagen. Und dermal war das aber sehr, sehr gut. Man sieht uns hier auch noch einmal diese riesigen Lorbeerbäume, die teilweise einige 100 Jahre alt sind. Und in Madeira ist ja sozusagen UNESCO-Weltkulturerbe und der größte Lorbeerwald von Europa. Und jetzt schauen wir noch einmal. Jetzt sehen wir hier den Pico Ruivo von der anderen Seite. Also, das ist hier der höchste Berg Madeira, auf dem sind wir oben gestanden. Und jetzt sind wir genau gegenüber und rechts daneben wäre die Radarstation. Wir haben uns dann um 5 Uhr am Weg auf den Pico Arriero gemacht. Fährt von der Quinta dos Chatistas circa 30 Minuten. Auf einmal war so ein schwarzer Schatten auf der Straße, da war eine ganze Schafherde. Die haben wir dann geschaut, dass wir die irgendwie wegkriegen, damit sie nicht überfahren. Und sind dann um 5:30 oben gewesen. Es waren noch Sterne, man sieht hier die Radarstation. Hier noch so ein bisschen die Milchstraße. Die Wolken werden von unten, also die werden von Funchal von unten beleuchtet. Und das ist das Gigantische, man ist quasi über den Wolken. Die bekommen eben das Licht von unten, weil es so hell ist, weil das so gut passt. Hier noch einmal Bildfunkmast. Also auch noch, man sieht ein bisschen die Sterne kurz vor Sonnenaufgang. Also wirklich ganz, ganz eine tolle Stimmung. Ein traumhafter Sonnenaufgang. Hier noch einmal ein Blick zurück auf die Radarstation. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zum Küstenwanderweg. Der führt von Porto da Cruz nach Machico. Wir haben dieses Mal diese ganze Wanderung umgedreht. Ja, es wird auch gesurft. Das ist jetzt hier eine Surfschule. Man hat beim Küstenwanderweg immer diesen tollen Blick auf die Nordküste. Also von da unten sind wir gekommen. Und man geht dann hier sozusagen in einer Felswand. Ist nicht sehr schwierig, ist super abgesichert.
mit vielen Fotomotiven am Weg. Man sieht hier diese Basaltsäulen und hier der Weg ist wirklich in den Felsen hineingehackt, ist aber sehr, sehr gut abgesichert. Ich werde noch einmal den Weg einzeichnen, damit ihr eine Idee habt, wo der geht. Und zwar, der geht da durch. Dieser Pass hier ist der Boca Torisco und da geht es dann hinten rein und man geht dann wieder runter nach Machico. Und das ist circa 2 Stunden Gehzeit. Und man kann, das Schöne ist, also jetzt hat man ungefähr 150 Höhenmeter, das ist sehr, sehr leicht zu gehen. Also wir haben jetzt diese ganze Route umgedreht und das werden wir in Zukunft auch ins Programm ausnehmen. Wenn es irgendwo ein bisschen ausgesetzt ist, ist der Weg super abgesichert. Hier sieht man dann auch noch einmal ganz gut. Also das ist wirklich ein ganz tolles Madeira-Erlebnis, wenn man das sozusagen einmal machen kann. Das kann ich euch nur sehr, sehr empfehlen, auch wenn ihr mal privat unterwegs seid. Dieser Küstenwanderweg ist ganz, ganz eine tolle Sache. Dann am Freitag Sonnenaufgang auf der Quinta dos Artistas, da ist der falsche Name drinnen, da haben wir also einen Tippfehler drinnen. Und zwar, man sieht die Desertas, das sind die Inseln vis-à-vis von Madeira, die sind quasi gesperrt, das ist ein Naturschutzgebiet, sind nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zugänglich. Wir haben einen super Sonnenaufgang gehabt. Man sieht hier dann auch unseren Frühstücksraum drinnen, schon alle Platz genommen, tolles Frühstück. Und dann sind wir gleich weitergefahren nach Funchal auf den Markt. Da gibt es ja diesen tollen Fischmarkt, wieder viele Thunfische, verschiedenste Sachen. Und natürlich darf auch der Gemüsemarkt nicht fehlen. Fixpunkt ist dann auch diese Fliesenkirche, die heißt Peterskirche. Das Fotografiemuseum, das Atelier der Familie Vincente. Hier gibt es ein Tageslichtstudio direkt in Funchal. Und das Interessante ist eben dieses Studio. Es sind ein paar alte Kameras ausgestellt. Das ist die Familie Vincente, die haben 1870 das Fotostudio gegründet, 4 Generationen, und haben dann bis 1970 das betrieben. Dann wurde es eingestellt und jetzt ist es Gott sei Dank ein Museum. Das ist eine ganz tolle Fotoausstellung. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und so sind die Korbschlittenfahrer damals gefahren. Und einer der Höhepunkte ist immer der Besuch bei Patrick. Das ist der Betreiber der Quinta da Boa Vista, das ist diese Orchideenfarm. Und hier erklärt er uns gerade, diese Pflanze heißt hier Jadewein und die wird von auf den Philippinen wird die von Fledermäusen bestäubt. Und ihr seht ja, wenn er hier zusammendrückt, dann kommt hier der Nektar raus. Und für die Fledermäuse ist das eigentlich das Hauptnahrungsmittel. Von dem können sie sich dann ernähren. Natürlich unzählige Orchideen. Ich war da schon ganz, ganz oft dort und das ist wirklich eine tolle Sache. Gibt es da vielleicht Fragen von irgendjemandem? Interessiert euch nur irgendwas über Madeira? Das Dauerthema, das war meine 27. Reise und die 17. Fotoreise. Wenn aber jemand von euch einmal vorhat, so zu fahren, auch ohne Fotogruppe, einfach mal kurz melden und dann kann ich euch auch gerne mit Informationen versorgen. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, wir waren auf der Illumina, jetzt schon eh schon zum dritten Mal. Ja, ihr seht hier mal am Eingang diese Lichtskulptur, ein bisschen ein dokumentarisches Foto. Und dann im Februar beginnt das Ganze erst um 17:30 Uhr, weil es später dunkel wird. Aber es ist ganz erstaunlich, was es hier zu sehen gibt. Dieser Lichtergarten, der war deswegen, ich schalte mal aufs nächste Foto, der war deswegen so interessant, weil so viele verschiedene Farben dann aufgepoppt sind. Also es war hier auch wichtig, im richtigen Moment abzudrücken, denn ansonsten hat man Weißlicht. Also das war, finde ich, ganz, ganz toll gemacht. Und dieses Licht einfangen ist natürlich für die Fotografen ganz, ganz eine tolle Herausforderung. Dann gibt es viele Skulpturen, wie die Herzen zum Beispiel rechts. Also man hat sich einfach sehr, sehr viel Mühe gemacht, hier entlang dieser ganzen Strecke verschiedene Lichtelemente aufzubauen. Aber was interessant ist, wenn man so eine Lasershow fotografiert, dann sollte man eine Verschlusszeit von einer 15. Sekunde haben oder maximal eine Achtel, sonst wird es komplett unsichtbar. Also wenn ich da lang belichte, eine halbe Minute, dann funktioniert das nicht. Also das ist so wie bei Wasser. Wenn ich zu lange fotografiere, dann ist es quasi fließend und ist nicht mehr sichtbar. Ja, hier gilt dasselbe. Die Burg war auch sehr, sehr schön beleuchtet.
Also es ist wirklich ein Gesamterlebnis, und wenn ihr da mal nächstes Jahr Zeit habt, es fängt dann wieder an im November, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Und auch so kleine, tolle Skulpturen, ja, wirklich ganz, ganz viel zu sehen. Also ein bisschen eine andere Annäherungsweise, das finde ich ganz, ganz großartig. Ich habe leider jetzt da die Verschlusszeit nicht, aber es schaut, finde ich, irrsinnig cool aus mit diesen schemenhaften Menschen. Ein bisschen verfremdet dürfte das auch haben, aber ganz, ganz tolle Interpretation. Oliver, was sagst du dazu? Ja, also ich bin auch ganz fasziniert von diesem Bild. Auf der einen Seite die Lichtspots, die den Blick ziehen, und als Kontrast da diese dunklen Menschen im Vordergrund. Ja. Okay, die schauen so richtig mystisch Spacig, aus. also richtig spacig. Spacig, genau. Und es ist gar nicht so leicht, diese Leuchten zu fotografieren. Wenn man die zu lange belichtet, werden die alle weiß, gell? Das muss man auch entsprechend kurz belichten, sonst kommt die Farbe nicht. Ja, dann hat man hier einfach auf die Bäume verschiedene Strukturen projiziert. Das war auch sehr, sehr beeindruckend. Hier noch einmal die Lichtershow. Dann haben wir zum Schluss noch den Beta. Das System, das ihr hier seht, heißt übrigens PicDrop. Das ist so ein Bildverteilungssystem und das ist irrsinnig praktisch und funktioniert jetzt ganz, ganz super. Wenn man braucht sie nicht registrieren, man kann auch Bilder hochladen. So werden wir jetzt auch in die Kurse in Zukunft verwenden. Also was mich so fasziniert hat, waren diese verschiedenen Farben hier vorne. Und dann versucht auch diese Wurzeln nachzubauen. Ja, kommt auch in Schwarz-Weiß sehr, sehr gut. Es schaut da ganz, ganz cool aus. Ist so abstrakt, gell? Ja, und dann gab es auch diese Recyclingstation, wo man Fahrräder auch wieder aufgemotzt hat und mit LED-Licht und so weiter. Also ganz, ganz eine tolle Sache. So, lieber Oliver, dann würde ich mal bitten, dass du mir deine Photoshop-Aktion aufrufst. Du hast ja ein bisschen was für uns vorbereitet. Ja, natürlich. Ja, also heute möchte ich euch ein bisschen was zur Porträtretusche zeigen, weil Karl und ich haben uns überlegt, ja, jetzt haben wir uns einmal ein paar Mal angeschaut, was wir alles mit diesen neuen KI-Funktionen machen. Und heute gehen wir komplett in die andere Richtung und ich zeige euch heute mal ein paar Dinge zur Porträtretusche, wo man sagt, das kann die KI noch gar nicht. Und da ist noch immer unser Geschmack oder unser Sinn für Ästhetik gefragt. Ja, also das ist jetzt das Originalbild. Das war ein Businessporträt, was ich in einer Firma fotografiert habe. Das ist die Dame im Sekretariat. Das ist jetzt das Originalbild. Ich habe hier in Photoshop dieses Original-RAW schon als eigene Ebene eingebunden. Und darüber liegt jetzt die RAW-Konvertierung. Und wenn ich jetzt hier da das Auge aktiviere, aktiviere ich die Ebene und man sieht jetzt, aha, beim RAW habe ich es ein bisschen heller gemacht, das Bild, ein bisschen freundlicher. Ja, also so ist jetzt einmal die RAW-Konvertierung. Und jetzt, wenn man sich dieses Bild anschaut, die Dame hat sich zum Beispiel das Bild angeschaut, hat zu mir gesagt, ja, Oliver, gefällt mir sehr gut dieses Foto, so sehe ich mich auch, aber kannst du nicht irgendwas da machen bei den Augenringen? Das stört mich so. Ja, jetzt ist halt entscheidend, dass man sagt, ja, natürlich kann man da bei den Augenringen was machen, aber es sollte auch zur Person und zum Alter passen. Und der Weg sieht jetzt so aus, dass man sich jetzt über dieser RAW-Konvertierung eine leere Ebene anlegt. Da ist jetzt mal noch gar nichts zu sehen. Und jetzt nimm ich mal, das ist jetzt nur mal die Vorarbeit, den Kopierstempel. Mach den jetzt von der Werkzeugspitze ein bisschen kleiner.
Nehme jetzt hier die Quelle auf, weil hier ist ja die Haut relativ faltenfrei. Nehme jetzt hier die Quelle auf und kopiere jetzt einmal ganz brutal da drüber. Da vorne haben wir noch so eine kleine Falte. Mache die Spitze ein bisschen weniger noch. So. Und jetzt ist sie natürlich geglättet wie ein junges Mädchen. Und das passt natürlich auch nicht. Aber der große Vorteil ist, weil ich das jetzt hier auf einer eigenen Ebene habe, kann ich jetzt da auf dieser Ebene die Deckkraft regeln. Das heißt, gebe ich die Deckkraft jetzt auf 0%, dann sind die Falten wieder da. Und wenn ich jetzt langsam die Deckkraft erhöhe, dann verschwinden sie dezent. Ja, jetzt kann ich mich natürlich da spielen. Okay, und jetzt sind sie wieder weg. Also ich kann dort jetzt mit der Deckkraft sozusagen die Intensität einstellen, wie viel möchte ich zeigen oder wie viel möchte ich da jetzt von diesen Falten verbergen. Um das Ergebnis jetzt noch natürlicher zu machen, ich gehe jetzt nochmal da mit der Deckkraft auf 100%, weil jetzt ist ja diese Ebene im Normalmodus. Normalmodus bedeutet, alles, was auf dieser Ebene zu sehen ist, deckt das ab, was darunter ist. Ja, jetzt kann ich aber diese Ebene in einen ebenen Verrechnungsmodus schalten und sagen, liebe Ebene, bitte verrechne dich mit der Ebene darunter. Und da ist jetzt ideal, weil ich gebe jetzt nochmal die Deckkraft auf 0. Ihr seht eh, die Falten, die sind ja dunkel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gebe jetzt die Deckkraft wieder auf 100%, wenn ich jetzt da im ebenen Modus auf Aufhellen stelle, dann deckt mir jetzt Photoshop nur das ab auf der unteren Ebene, was dunkler ist, als was auf dieser Retusche-Ebene passiert ist. Und das macht das Ergebnis nämlich viel natürlicher, weil sieht man auch hier noch die Hautstruktur. Und wenn ich jetzt mit der Deckkraft zurückgehe, kann ich das wunderbar steuern und sagen, naja, ein paar Fältchen geben wir ihr. Schauen wir uns jetzt das Ergebnis an. Ich schalte jetzt die Ebene ein aus, sowas vorher, sowas nachher. Und ihr seht eh, so könnt ihr heute halt noch Wunsch das Ergebnis dann im Nachhinein steuern. Also wenn ihr dann das retuschierte Bild eurem Model zeigt und das Model sagt, na geht's nicht doch ein bisschen mehr, naja, dann müsst ihr nur die Deckkraft zum Beispiel auf 60% erhöhen. Ja, das wäre jetzt die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, man nennt es in der Fotografensprache die Flyaways. Das sind diese Haare, die messerscharf zu sehen sind und die immer halt wieder da so irgendwie so ein paar Härchen wegfliegen. Wenn man eine Visagistin am Set hat, die kann natürlich mit einem Haarspray diese Fly-Away-Haare ein bisschen glätten und dann hat man halt nachher nicht so viel zu tun. Aber wenn man jetzt keine Visagistin am Set hat, dann muss man da so nachher ein bisschen in Photoshop Hand anlegen. Ja, ich mache das jetzt wieder genauso wie vorher, lege mir wieder eine leere Ebene an, beschrifte die jetzt auch mit Haare und nehmen wir mal wieder den Kopierstempel. Mache jetzt da sogar eine ganz große Werkzeugspitze. Sag jetzt hier da neben den Flyaways die Quelle. Und jetzt übertrage ich diese Quelle ganz brutal jetzt einmal da drüber. So, ich lege mir da nochmal die Quelle an. Mache hier auch noch. Und da oben, schaut her, da haben wir ja auch noch so viele Flyaways. Die tun wir auch noch weg. Nehmen wir nochmal hier da die Quelle. Und kopiere das jetzt nur mal ganz brutal da drüber. Das ist jetzt nur mal die Vorarbeit. So, gut, jetzt habe ich das da weg. Jetzt lege ich mir da zu dieser Haare-Ebene eine Maske an. Eine Maske, auch mit einer Maske kann ich entscheiden, was möchte ich in diesem Bild zeigen und was möchte ich nicht in diesem Bild oder auf dieser Retusche-Ebene halt zeigen. Ja. Jetzt ist die Maske weiß. Weiß bedeutet, es wird alles gezeigt, was ich auf dieser Ebene retuschiert habe. Ich zeige euch jetzt nur mal die Ebene. Ich halte die Alt-Taste, klicke da hier auf das Auge und so schaut diese Retusche-Ebene aus. Also die liegt jetzt über dem Porträt und deckt natürlich da jetzt diese ganzen Haare ab. Wenn ich jetzt diese Maske auf schwarz invertiere,
Der Kurzbefehl lautet Steuerung I, dann ist die Maske schwarz und von dieser Retusche-Ebene wird jetzt gar nichts angezeigt. Naja, und jetzt kann ich mir zum Beispiel einen Pinsel nehmen. Wichtig ist, ich muss hier auf der Maske sein. Wenn dieser weiße Rahmen ist, dann ist die Maske aktiviert. Jetzt nehme ich als Vordergrundfarbe weiß und male jetzt da mit diesem Pinsel da ein bisschen drüber. Da ich auf der Maske bin, kommt dann diese graue Retusche hervor und ich kann sozusagen diese Fly-Away-Haare ein bisschen abschwächen. So, jetzt schauen wir uns einmal, welche Pinseldeckkraft wir haben. Das passt alles da. Jetzt muss ich nur kurz da das wegblenden, da, weil sonst sehe ich mein Leaderboard nicht. So, also wir haben eine Deckkraft von 100%, das ist natürlich zu viel. Machen wir da jetzt 40% Deckkraft vom Pinsel und jetzt fangen wir da mal an, ganz dezent diese Flyaways abzuschwächen. Und schon entsteht ein natürliches Bild, weil das da dann ganz dezent die Flyaways verschwinden, das ist ja auch ganz möglich, wenn ich mit einer offenen Blende fotografiere, dann werden sie auch so unscharf und verschwinden dann im Bild. Und so kann ich jetzt ganz dezent diese unangenehmen, störenden Haare ein bisschen abschwächen und trotzdem das Haarbild bleibt natürlich. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Schaut her. Mit den Flyaways und jetzt haben wir die Frisur wunderbar sortiert. Ja, und Frauen unter uns jetzt da, die werden natürlich sagen, naja, aber ganz glücklich sind wir noch nicht mit der Frisur. Da hätte sie sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können, die Dame. Naja, dann werden wir das auch noch erledigen. Ich mache mir jetzt eine Summe von allen Bearbeitungsebenen. Das ist jetzt da diese Summenkopie, also eine Pixelebene. Und auf einer Pixelebene kann ich dann wunderbar mit dem Filter verflüssigen arbeiten. So, der Filter startet. Wir machen das Ganze jetzt ein bisschen größer und werden jetzt die Frisur noch ein bisschen trimmen. Das heißt, ich werde ihr da ein bisschen mehr Volumen geben. Frauen lieben Volumen in den Haaren. Habe ich da recht, meine Damen? Schreibt es mal kurz in den Chat, ob Volumen was Schönes ist bei der Frisur. So. Wenn wir da auch noch ein bisschen Volumen machen und da diese Flyaways, die tue ich nur so ein bisschen weiter runter. Und da diese Ecke werden wir auch noch ein bisschen anlegen da und da das Volumen noch ein bisschen raus. So, da auch noch. Okay, jetzt gehe ich auf OK und jetzt vergleichen wir mal. Ich schalte jetzt da diese eine Ebene. Na, zuerst machen wir noch Frisur, wir beschriften das. Frisur. Immer brav beschriften, weil sonst verliert man irgendwann einmal den Überblick. So, und jetzt blenden wir da mal aus. Schauen wir uns, ich mache es wieder eine Spur kleiner. Ja, schauen wir uns jetzt das an. Na, ist doch ganz was anderes, oder? Was sagen die gelernten Friseure und Friseurinnen da in der Gruppe Aber lieber dazu? Marcel, ich glaube, du musst Friseur noch werden. Du bist ja wirklich ein Ja, Tausendsasser. also wie ihr seht, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Schaut es euch mal, das war das Originalbild und das haben wir jetzt nur mit ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und schon, ich zeige euch nochmal das Vorher, Nachher da bei diesem Fältchen da, das sie da hat. Ja, also. Und das kann die KI noch nicht, weil die hat keinen Geschmack. Die macht halt alles, was sie so irgendwie mal im Schnitt gelernt hat. Und das ist noch immer unser ästhetisches Empfinden, ist immer noch wichtiger. Naja, Karl, vielleicht kann das die KI ja mal in 2 Jahren. Was sagst du dazu? Ja, du, das wird sicher kommen, aber ich denke mal, was die gerade bei Porträts, die sehr persönlich sind, muss der Fotograf Hand anlegen und das Ganz wird sich genau. auch nicht Ja. ändern. Also, das ist. Ja, und das Schöne ist ja, das möchte ich jetzt noch abschließend sagen, wenn man das so schön auf einzelnen Ebenen dann aufteilt, diese einzelnen Bearbeitungsschritte, dann kann man im Nachhinein noch immer
die Regler ein bisschen abändern und wenn die Person sagt, na, also diese, wie soll ich sagen, diese Sturmfrisur oder diese kecke Frisur, die gefällt mir eigentlich besser, naja, dann schalte ich halt diese Ebene wieder aus, exportiere das Bild noch einmal neu und schon sind alle glücklich und zufrieden. Ja, sehr fein. Ich werde euch jetzt nochmal in den Chat reinschreiben, wann der nächste Termin ist, am 20.03., unserer Jubiläumssendung. Da werden wir uns irgendwas Tolles überlegen, Oliver. Ja, Ich müssen wir werde auch jetzt einmal sabotieren. dann einmal die Aufzeichnung ausschalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wer möchte, kann dann gerne noch ein paar Minuten da bleiben. Wir werden jetzt den Chat noch 5 Minuten offen lassen und können wir vielleicht noch ein bisschen tratschen. Also vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Und Ciao.